Beendet das Land hier in der Fahne. Hey! Hey! Wer ist der beste Fahne? Hey!
die Welt. Shake hands und dann der Blick auf die Startformation. Das ist bei Spanien relativ unspektakulär. Im Grunde wie erwartet, wie gegen Italien. Wer gewinnt heute? Deutschland definitiv. 2-0. 2-1. 2-0. Und wo wird dann gefeiert? In Russien. Aber ganz Berlin. Wichtig. Ganz wichtig. In Berlin, an der Spree, gibt's der Hertha BSC. Vergessen, nur der HSV.
Aber jetzt mal, wo in Berlin wird gefeiert? Das ist ja das Wichtige. Neukölln. Neukölln, Kreuzberg, Neukölln. Geht's ja überall. Egal wo. Nicht Kudamm? Nein. Ist Quatsch. Kudamm ist Quatsch, großer Quatsch. Warum ist Kudamm Quatsch? Einfach so. Kudamm ist Türkeigebiet. Bitte töten wir. Aber, die machen richtig Stimmung, so wie die Holländer. Ist geil, die machen richtig Stimmung. Jetzt hier nach dem Spiel gegen Schweiz war richtig Stimmung. Ja. Nee, gegen Österreich, sorry, gegen Österreich. Ja, morgen werden 90.000 Holländer erwartet und 140.000 Türken. Da hier eigentlich. Aber ich bin für Türkei. Ohne ja, und Breitscheidplatz. Ja, das wird super. Ja, es wird richtig krass morgen. Ich nehme wirklich auf. Ist aber kein Leistung. Ich wollte nur mal gucken, wie es aussieht. Ja, ja, nee, kannst gerne gucken. Ja, also ihr seid hier Team Hertha. Ne? Wir sind Team Hertha. Yeah. Mit Leib und Seele. Das ist schön. Nur Hamburg. Ja. Aber deswegen wundert mich ja, Hertha ist ja City West, dass ihr gar nicht in der City West feiert. Ne? Hertha Süden, mein Kollege. Süden. Süden, Westen. Ja, Süden, ganz knapp Süden, ganz knapp Süden. Nicht ganz knapp, ich kann dich einmal mitnehmen, dann zeige ich dir, wie der Hertha ist. Ja. Wirklich. Steglitz, Zehlendorf? Ja, Steglitz, Zehlendorf, Marifelde, Langfeld. Alle. Nach Spandau. Na, Spandau ist doch schön, da gibt es viel aber Wasser. Aber die Nähe vom Olympiastadion. Ja, Spandau ist näher am Olympiastadion als Steglitz. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist ja einfach eine Tatsache. Ich sage nochmal, ich kenne mich ja aus in Geografie. Ja, 92. Zeig mal, was da wenigstens richtig geschrieben. Das ist es. Meine Idee. Kein Zahlendreher, kein Zahlendreher. Nein. Auf solche Ideen bringst du ihn, ja? Das soll man das tätowieren. Er wäre auch keine 5. Aber was ist, wenn er dann Union-Fan wird? Niemals. Dann sterbe ich wieder vorher. Dann schmeiß ich ihn aus meiner Wohnung. Ist es so schlimm? Ja, aber ihr wisst schon, dass Union Hertha eigentlich eine riesen Freundschaft für uns hat. Nein. Und wisst ihr, warum es auseinandergegangen ist? Nee. Warum? Nee, weil die Wiedervereinigung dazu beigetragen hat, ja, dass Ost und West gegeneinander die Gemeinschaft geschafft haben. Ich wusste auf jeden Fall, dass Digga, der weiß immer, was Ost und West ist. Ja, stimmt. Ist so jung. Nein, ihr seid ja so jung, ihr habt ja die Trennung gar nicht mehr erlebt. Nee, Gott sei Dank. Wir sind zu jung. Wann war das? 1989 oder so. Ja, knapp. Stimmt. 9. November 89. 89, hast du gesagt. Ja gut, aber wenn Deutschland spielt, dann halten doch Unioner und Herthaner zusammen. Wir halten alle zusammen. Union, Hertha, alle zählen doch. Dynamo kommt dazu. Arm in Arm, alle. Ja, egal. Ob dick, doof. Es gibt auch Tennis Borussia, ne? Tennis Borussia ist auch ein Kultverein in Deutschland. Ja, ja. So wie Tasmania. Also, Tasmania auch. Und Türkiyemspor. Türkiyemspor, richtig. Wobei aber Türkiyemspor immer noch ein Kultverein ist in der Frauenabteilung. Echt jetzt? Ja, der Frauenfußball kommt ja eh viel zu kurz. Ne? Das stimmt, aber da ist Union Tatsache Spitzenreiter in Berlin. Ach, wirklich? Ja, die sind in die zweite Bundesliga aufgestiegen, die erste Frauen. Ja. Ja, was ich nur wissen wollte, heute halten alle Berliner zusammen. Ja, also da geht es nicht mehr um den Verein, oder? Auf jeden Fall. Und ich sage auch, nicht nur alle Berliner, also generell alle Nationalitäten halten, die in Berlin wohnen, heute für Deutschland. Also ob sie Türken sind oder nicht. Darf ich dazu was sagen? Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich war jetzt ja schon auf der Siegesfeier nach dem letzten Deutschlandsieg. Achtelfinale, ne? Da habe ich auf dem Kudamm ganz viele Menschen gesehen mit unterschiedlichsten Migrationshintergrund. Die haben alle für Deutschland sich gefreut. Weil sie hier leben, genau, weil es ihre Heimat ist. Ganz positiv und friedlich. Man muss es mal auf das Gesamte sehen. Weil ich meine, klar, im Jahr gibt es halt Hertha, Union oder keine Ahnung, die ganzen Nationalitäten, aber die M zeigt einfach, dass wir miteinander feiern können, ganz egal wo du herkommst, ganz egal welche Stadt, welche Verein du feierst. Man sieht einfach mal wieder Menschen, die zusammen feiern können. Genau. Und das ist einfach, was auch die letzten Jahre zu kurz gekommen ist. Und das ist das Schöne, was die EM halt gebracht hat. Und ich hoffe, dass man das halt nachher eben auch irgendwie beibehält. Ja, wie gesagt, ich fand dieses, es ist YouTube-Reportage, aber ich höre gerne Gespräche, ja. Und ich fand halt dieses Feiern nach dem Achtelfinalsieg von Deutschland so schön auf dem Kudamm, weil sich alle dran beteiligt haben und alle positiv mitgefeiert haben. Nee, auf jeden Fall. Also, und ich glaube, das stiftet auch gesellschaftlichen Zusammenhang. Ja, und ich glaube, so die letzten Jahre hat halt die Gesellschaft so ein bisschen auseinandergetrieben. Ja. Ne, wir hatten Corona, da gab es unterschiedliche Meinungen zu. Wir hatten andere Themen, wo man sich nicht einig war. Und ich glaube, das ist jetzt was, machen wir wieder was Positives. Ja, deswegen, also die EM ist Gold wert, dass sie in Deutschland jetzt stattgefunden hat oder stattfindet. ARD in der Nein, nee, aber. Nicht ARD. Viel besser.
Hier wird jemand zugeguckt. Ich hoffe Tatsache, dass die EM diese multikulturelle Integration wirklich wieder vorantreibt. Weil wir haben einfach das Thema in Deutschland, unsere rassistischen, feindlichen Äußerungen, Grüße und. Ja, und die EM bringt ja alle Nationen zusammen. Das ist ja, man sieht es an den Holländern, die feiern, die Schotten. Die sind in Nachrichten, weil sie die Kneipen leer getrunken haben. Du feierst mit den Schotten, die Schotten feiern mit uns. Die Rumänen hinterlassen die Kabine sauber. Ja, da siehst du, alle Nationalitäten kommen zusammen, feiern miteinander. Darum soll es ja eigentlich ja auch gehen, miteinander und füreinander sein. Ja? Und das ist natürlich gerade in der heutigen Metropole einfach sehr schön. Ja, und die deutschen Fans haben ja auch einen Geldbeutel von den Schotten gefunden und zurückgegeben. Und ich habe auf Twitter gesehen, in Köln haben die Schotten einer alten Oma geholfen, die Einkäufe nach Hause zu tragen, haben ihr den Regenschirm über den Kopf gehalten. Ja? Da sind aber auch Tatsache die ganzen die Nationalitäten, die alle jetzt hier nach Deutschland kommen. Die tun den Deutschen Tatsache gut, weil wir in Deutschland leider geprägt sind durch die Vergangenheit. Ist leider so. Deswegen können Deutsche leider weniger Flagge zeigen, trauen sich weniger Flagge zu zeigen, als die anderen Nationalitäten. Aber die EM tut den Deutschen gut, weil sie nämlich wieder dieses Miteinander füreinander einfach treffen. Das freut mich. Ich sehe das genauso. Und das halt auch dieser Spirit, dieses Gemeinsame, ja, und diese Fanmärsche, wo auch alle mitmachen. Und zum Beispiel, als jetzt Türkei gewonnen hat, nochmal dazu, gegen Österreich, da habe ich hier auf der Fanmeile ganz viele Deutsche gesehen, die Türkei gerufen haben. Also es geht auch andersrum. Weil du hast halt die Freundschaften in allen Punkten. Du hast Deutsche, ja, die für Türkei sind, du hast türkische Fans, die für die Deutschen sind, ja, weil die leben miteinander, du bist mit denen aufgewachsen. Und dementsprechend hast du auch einfach diesen Austausch miteinander. Ja. In jedem Freundeskreis wirst du verschiedene Nationalitäten finden. Und du hast immer alle für Deutschland und alle für die anderen Nationalitäten, außer man spielt gegeneinander. Ja, aber auch da hält es sich in Grenzen, die Rivalität. Also ich habe da noch keinen richtigen Stress gesehen. Ne? Ja, es kann ja passieren, dass du in der Europameisterschaft, wenn wir heute weiterkommen, die Türken weiterkommen, du bist ins Finale, dann ein deutsch-türkisches Duell hast, wobei ich das nicht hoffe, weil die türkischen Fans den Deutschen einfach nur überlegen sind. Der einzige Wehmutstropfen ist ja dieses Lied, ne? Das Sylt-Lied. Das ist traurig, weil auch mit dem Wolfsgruß, weil im Endeffekt, wenn du die Generation 2000er fragst, die kennen den Wolfsgruß eher unter was anderes. Das ist der Schweigefuchs. Hatte genau. Ich noch in der Grundschule. Richtig. Ich arbeite viel mit Kindern zusammen und wenn Kinder zu laut sind, dann zeige ich das. Und jetzt nach der Europameisterschaft muss ich da aufpassen. Das ist traurig, genauso mit dem Song. Nur weil andere den verunglimpfen, ja, leidet darunter ein ganzes Land. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Aber noch dazu etwas. Jetzt hat ein Spieler diesen Wolfsgruß gezeigt. Das ist jetzt tagelang Thema, ne? Und irgendwie fängt wieder so ein Türkenbashing an. Oder es haben ein paar deutsche Idioten dieses Sylt-Lied mit dem verbotenen Text gerufen. Genau. Und dann ist das ganz groß in den sozialen Medien viral. Wir haben andere Probleme auf der Welt. Das ist das eine. Und zum anderen ist die Mehrheit friedlich und positiv. Und das wird aber nicht dann fokussiert. Das ist das Problem der Generation. TikTok. Social Media. Nein, generell Social Media. Ja. Früher gab es auch viel, wo missgebaut wurde, wo du missgebaut hast als öffentliche Person. Aber der Unterschied ist, heute gehst du natürlich direkt auf diese Person rauf. Und die bauen dann dementsprechend, das pusht dann alles hoch. Leider. Ja. Ich wollte einfach nur sagen, das Überwiegende ist positiv. Und ich finde, wollte ich heute in diesem Gespräch auch mal angesprochen haben, dass man halt sieht, das meiste ist positiv. Ja? Dann wünsche ich euch Prost, ja? Lasst es euch schmecken. Dankeschön. Auf Hertha. Auf Hertha BSC und auf Deutschland natürlich. Genau, heute Deutschland. Möchtest du noch was sagen, wie es dir geht? Lass ihn nicht hängen. Ja, sehr gut. Wie geht's dir? Ich kann nur einen einkaufen. Bist du schon am Vorglühen? Bisschen. Wie viel Bier trinkt man denn vor dem Spiel? 8. Echt? Das schaffst du? 5 Spiele. Und auf was kommst du dann am Ende des Abends? Ungefähr. 12. Ja, das geht ja noch. Das geht doch noch.
auf jeden Fall so, dass man nach dem Spiel noch feiern kann. Ne? Okay, dann lass dir schmecken. Nein! Ich werde morgen, weißt du, was ich für Probleme kriege? Ah ja, du hast ja Kreuzbandriss. Nein, das darf ich ja machen. Ja, aber eine Rolle fertig. Nicht gelöst. Digga, ich war immer fertig. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Was machst du heute hier? Deutschland Fußball angucken. Und wie geht das Spiel aus heute? 2-1. Für wen? Für die Deutschen. Und wo feierst du danach? Hier. Auf der Fanmeile? Deutschen. Wie feierst du? Zeig mal, wie feierst du? Mach aus die Scheiße! Deutschland! Deutschland! Weil die Deutschen am besten sind. Das finde ich auch. Was steht denn auf euren schönen Schildern? Mallorca gehört uns. Ja, bei mir steht Currywurst, Paella. Und normale Kartoffeln auf die 1. Ist das die, ist das der Food War? Ja, das ist der Food War und das hat ja Florian Wirtz gesagt. Das ist ja das Meme. Das hat Florian Wirtz gesagt? Ja, ihr habt auf jeden Fall die kreativsten Schilder. Dankeschön. Wie ist die Stimmung? Super! Wer gewinnt heute? Deutschland! 2-1 Deutschland. Ja, 2-1 Deutschland. Auf wo wird dann gefeiert? Hier. Aber wo in Berlin? Ja, hier. Brandenburger Tor. Nicht Kudamm? Ja, vielleicht beides. Erstmal hier beides. Auf der Fanmeile. Dann auf erst Fanmeile und später Kudamm. Ja. Ne? Und wie sind bisher die Reaktionen auf die Schilder? Lachen viele. Freude. Positiv, ja. Ja. Wie oft wart ihr schon auf der Fanmeile? Also zweimal. Also, sein erstes Mal und unser zweites Mal. Und wie ist bisher so die EM-Stimmung? Fantastisch. Ja? Ja, wir gewinnen natürlich. Ja. Natürlich gewinnen wir. Wir werden Europameister. Ja, natürlich. Ja, dann viel Spaß heute, ne? Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ich frage euch, welcher Tag ist heute? Ein schöner Tag. Ein sehr schöner Tag. Freitag, der 5., 6., 7. Der 5. Juli. Juli. Und wo sind wir hier? Na, in Berlin. Am Brandenburger Tor. Auf der? Fanmeile. Und wer seid ihr? Das ist Ingo. Verrate ich nicht. Und ich bin? Simone. Warum seid ihr heute hier? Weil Deutschland gewinnt. Wie hoch? 3-0. Wie ist die Stimmung? Sehr gut. Gut. Wie habt ihr bisher die Europameisterschaft verbracht? Sehr gut. Auch ab dem Spiel in Berlin. Auch schon einmal hier? Ja, da vorne am Kreisel. Und wie gefällt es euch auf der Fanmeile? Sehr gut. Gut, sehr schön. Was habt ihr nach den Siegen gemacht? Wo habt ihr gefeiert? Im Zug. Im Zug. Achso, von wo seid ihr denn? Von Wittenberg. Aus Sachsen-Anhalt. Ach so, da muss es immer noch zurückgehen nach Sachsen-Anhalt. Auf den Bahnhof zurück. Ja, Deutschland-Ticket. Soll ja erhöht werden, ne? Hört man. Stimmt, habe ich gehört, die Nachrichten. Na, hoffentlich nicht, wa? Ja. Also das heißt, wann fährt denn der letzte Zug nach Wittenberg? Keine Ahnung. Wir bleiben hier. 22:31 Uhr. Da könnt ihr noch lang genug feiern. Oder gar nicht. Na, heute ist ja früher Anpfiff, ne? Ja, 18 Uhr. Genau, da könnt ihr noch genug feiern. Ja. Wie geht's euch sonst so? Alles in Ordnung? Sehr gut. Ja. Das freut mich. Ja, ich habe Urlaub diese Woche. Ach, schön. Noch das Wochenende und ab Montag muss ich wieder was tun. Dann wünsche ich euch einen ganz schönen Tag heute. Ja. Ja? Danke gleichfalls. Alles Bleib Gute. Schön Ihr auch, ne? Ja. Tschüss. Wie geht es dir? Gut. Was ist das für ein tolles Hemd? Ja, ich aus Lidl. Woher? Aus Lidl. Na, geil. Da gibt es so coole Sachen. Ja. Und wie geht das Spiel heute aus? Ich sag 3-2. Für wen? Für Deutschland. Und wo wird dann gefeiert? Zu Hause. Wie ist die Stimmung bisher auf der Fanmeile? Ja, alles fröhlich. Und so. Ja.
Ja, schön, das freut mich. Dann wünsche ich dir ein schönes Spiel. Danke. Cooles T-Shirt, cooles Hemd. Danke. Oh!
Und dann ausgerechnet das Viertelfinale, wo Schalke. Die beiden Gruppen erst. Und der Schalke hat ein paar mehr auf dem Kopf. Der hat die Mannschaft, die alle in der 15. 12. Was hast du für ein Gefühl heute vor dem Spiel? Sehen wir uns alle Dienstag dann wieder, um die deutsche Meistermannschaft weiter anzufeuern, oder? Was habt ihr gerufen? Scheiß Union! Was war denn los? Einfach für Hertha, ja. Hertha muss sein, ne? Union ist Köpenick. Ist nicht Berlin, wa? Natürlich nicht. Also ich bin offen gestanden hier heute zum dritten Mal.
Stimmung? Gut? Ja,
Running perfect, starting to collect. You press the data, what will it affect? When all this done, create your time. I could find control, there is a problem. Go to rocket school, not just bomb them. Hello, let your tongue. I already see, turn the thrusters on. Unser Mann! Ja! Alles! Das Lied dieser Europameisterschaft? Ja, ist es! Hundertprozentig! Es ist das Lied! Deutschland! Kennt ihr schon den Text? Ja, kennt ihn auswendig! Den Refrain, den Refrain! Ja. Jetzt!
Wie geht es dir? Mir geht es ganz gut. Schönes Spiel, aufregend. Wie ist die Stimmung hier auf der Fanmeile? Ganz schön. Und das 1-1 hat noch besser gemacht. Was war das für ein Gefühl, als Deutschland in fast letzter Minute den Ausgleichstreffer erzielt hat? Es war ein schönes Gefühl, dass wir noch rausgeflogen sind, als wir jetzt noch und wir noch die Hoffnung haben, dass was geht. Bist du aus Berlin? Und bist du das erste Mal auf der Fanmeile? Nein, das ist nicht mehr das. Ich war jetzt bei allen Deutschlandspielen. Was glaubst du, wie geht es jetzt aus in der Verlängerung? Ich hoffe, dass Deutschland weiterkommt. Wenn Deutschland gewinnt, wo wird dann gefeiert nach dem Spiel? Am Kudamm hier. Okay, erst hier, dann auf dem Kudamm. Ne? Da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Wie geht's dir? Super. Wie gefällt dir das Spiel bisher? Ein ganz schwieriges Spiel. Schon von Anfang an war sehr hektisch und es ist ziemlich ausgeglichen. In welcher Spielphase sind wir jetzt? Wir sind jetzt in der Verlängerung und genau. Ich glaube, beide wollen, glaube ich, jetzt Elfmeter schießen, um irgendwie weiterzukommen. Und wie ist die Atmosphäre hier auf der Fanmeile? Bitte? Wie ist die Atmosphäre? Ist super, also, aber es war früher besser, ich sag's dir so. Ich bin schon seit 2014 immer auf der Fanmeile gewesen. Es ist gut, aber könnte noch besser sein. Aber weil ich war damals noch nicht auf der Fanmeile. Was ist denn heute nicht so gut wie damals? Gute Frage. Kann ich jetzt nicht genau so sagen, ich weiß nicht. Das Gefühl, die Stimmung war viel besser. Und ja. Wie spannend ist es? Super spannend. Ich bin jetzt kaum erwartet. Ich bin so froh, dass wir das Tor hingekriegt haben. Und ich denke, dass wir gewinnen. Yes. Und jetzt gerade am Boden. Ja. Das Video haben, ja. Mach ich. Leider. Und wie geht's aus heute? 2-1 trotzdem gewinnen. Und wo wird gefeiert, wenn Deutschland gewinnt? Überall. In ganz Berlin. Wo feiert ihr? Erstmal feiern wir hier und dann geht's weiter. Wo ist der Weg hin? Zum Kudamm. Kudamm, ne? Ja, wo gefeiert wird. Was machen die Nerven? Sehr schwer. Ja. Das ist zu aufregend, oder? Ja. Zu aufregend. Schlossplatz wieder runter.
Marcelo für Fabian. Marcelo ist der Mann, der Real Madrid das Champions League Finale machte. Doppelpack gegen die Bayern. Marcelo ist der Bundesliga. Tagesmann Kevin hatte die Hoffnung gehabt. Wie geht's euch? Super! Halt das die Nerven noch durch? Was? Halt das eure Nerven noch durch? Ja! Wir haben gewinnen! Easy! Alles gut! Halt, lass einfach! Habt ihr noch die Kraft? Was? Habt ihr noch die Kraft? Ja! Wow! Wie viel der Minute? Wie viel der Minute? Jetzt ist, ja? Alle sind dabei. Eine Einheit. 105. Ja. Halbzeit, Verlängerung, ne? Von 11 Elfmeterschießen bei großen Turnieren nur 5 gewonnen. Deutsche Mannschaft 6 von 7. Wie ist die Stimmung? Ja, da geht noch rein. Deutschland macht noch einen rein. Ja. Nach dem zweite Halbzeit, Verlängerung. Ja, sicher. Die macht den noch rein. Ohne Simon ist unser Elfmeter-Torhüter. Doch sind wir nicht so weit. 15 Minuten. Die definitiv letzten 15 Minuten in diesem Viertelfinale. Sie treiben es auf die Spitze. Strafstoß bekommen müssen, oder? Hat die Werbung gemacht? Ja, auf jeden Dankeschön, Fall. Dankeschön, unsere Meinung. Ja.
Aber ist die Stimmung trotzdem noch gut? Die Stimmung ist bombastisch. Trotzdem. Wir haben so viele gute Chancen wieder. Wir sind immer noch gut witzig. Und ihr passt aufeinander auf, oder? Ja, sowieso. Oder ihr seid ein gutes Team, ja? Auf jeden Fall. Passt auf euch auf. Ne? Natürlich. Vamos! Schade, ne? Aber es war sehr, sehr knapp. Wenn wir den Handelfmeter bekommen, wäre es anders gelaufen. Ja, dann wäre es anders gelaufen. Aber es war sehr knapp. Es war sehr knapp. Ja. Naja, beim nächsten Spiel, beim nächsten Turnier. Beim nächsten Turnier. Nein, nicht beim nächsten Turnier. Wir haben Heim-EM. Wir hätten das Ding holen müssen. Ja, hätten wir holen müssen, ja. Große Enttäuschung.